meine Freunde. Ja, das nächste Video. Ein Monitorhalter. Ja, jetzt denken viele natürlich, oh, warum überhaupt? Ich habe immer das Problem, bei mir zum Beispiel, am Anfang, ich habe ja jetzt einen breiteren Tisch, ich habe ja neue Videoecke, also eine neue Schreibtischecke gemacht. Da ist die Platte jetzt schon ein bisschen breiter. Ich glaube, die ist 80 breit. Vorher hatte ich eine 60er Platte. Und das Problem ist immer, dass die Monitorfüße mir im Weg sind mit der Tastatur. Wenn ich sie nach hinten schiebe, sind immer die Füße weiter nach vorne, war immer schlecht, wenn ich vorne was machen will. Also vielleicht kennen das auch viele, dass die Füße eigentlich immer so ein bisschen im Weg sind oder im Problem sind. Ja, das Problem ist auch, mein Monitor ist nicht höhenverstellbar. Ja, und dann manchmal denkt man, ja, wäre schön, wenn er ein bisschen höher wäre oder auch ein bisschen tiefer wäre. Ja. Und das Tolle ist eben, das kann ich hier mit dem W1 3D alles regulieren. Das heißt, der ist nicht nur, dass er jetzt eine Wandhalterung hat, keine Füße mehr da sind, dass ich meine Tastatur wirklich bis hinten an die Wand schieben kann und kann dann vorne ein bisschen was mehr arbeiten, sondern der ist auch höhenverstellbar. Ja. Und das ist eben so ein Kaufgrund für mich gewesen. Ja. Das heißt, der ist bis 8 Kilo, der macht also eine Durchmesser bis 38 Zoll, ja, wenn es stimmt. Ja. Und den wollen wir uns jetzt mal anschauen, wollen wir mal gucken, ob das wirklich so schön funktioniert. Ja, der hat auch hier noch eine schöne Kabelführung, damit das Kabel schön geführt wird. Und wir werden das ganze Ding dann auch nachher installieren. Also anbringen und werden mal gucken, ob das auch wirklich so toll ist. Ja. Der hat einen Mindestabstand von 8 cm. Das ist nicht viel, das finde ich absolut super. Denn ich hatte das letzte sogar einen Monitor da von MSI. Den habe ich auch ganz schnell wieder verkauft. Das war so ein Curve, 144 Hertz. Aber der gefiel mir gar nicht. Ja, erstens vom Bild her, also ist nicht meine Welt gewesen. Und zweitens, der Fuß war so schlecht, dass der noch weiter nach vorne kam. Ja, also noch weiter, das ging gar nicht. Also wirklich, das Ding habe ich wirklich so schnell wie es ging auch wieder verkauft dann. Und darum habe ich jetzt überlegt, ich habe den Monitor oben. Darum habe ich mich jetzt dafür entschieden, weil das Ding absolut, also ich finde das einfach nur toll, wenn das Ding, ich könnte den auch dann mal zu mir ziehen, wenn ich was näher sehen möchte oder weg oder man kann ihn sogar so drehen. Und darum, wir wollen uns das ganze Teil mal anschauen. Das Ganze hat eine 2-Jahres-Garantie. Wir haben hier wieder so einen Code dabei, das heißt, genaue Installation kann man auch im Internet schauen. Und wir packen das Ding jetzt ganz einfach mal aus und schauen uns das ganze Teil mal an. Als erstes kommt mir hier schon mal so eine wahrscheinlich, ach so, was alles erstmal dabei ist, ein kompletter Inhalt. Das sind also die zwei Arme, das ist die Halterung an der Wand. Das sind hier irgendwelche Stopfen, Imbus, Schlüssel, sogar zwei Stück, einmal 3 mm, einmal 5 mm. Wir haben Dübel und Schrauben. Dann haben wir hier noch so Buchsen. Hier sind auch noch welche Schrauben, hier auch noch verschiedenste Schrauben dabei. Wollen wir mal gucken hier. Also dann sehen wir hier schon mal, wie das Ganze installiert wird oder aufgesetzt wird. Mit der Wasserwaage. Ach, da ist eine kleine Wasserwaage dabei? Kann das sein? Oh, das wäre ja wohl toll. Ja, weil das Ding natürlich, das muss ja natürlich richtig senken. Also das muss schon richtig hängen. Ne? Kann ich mir vorstellen, wenn es schief hängt, ist auch, also das ist... Sieht so aus, gucken wir gleich mal rein, als wenn da eine Wasserwaage dabei wäre. Wie gesagt, Dübel und Schrauben sind dabei. Ja, dann wird das Ganze dann verdübelt und verschraubt. Dann kommen hier so Blindstopfen drauf, damit man die Schrauben nicht sieht. Finde ich auch eine schöne Sache. Dann kommt der Arm, das ganze komplette Gelenk da drauf. Und, achso, nee, man kann also eigentlich nur den einzelnen oder man kann beide. Wie ich das jetzt hier sehe. Nur gleich nochmal gucken. Also alles so ein bisschen. Und da muss natürlich der Monitor auch die Anschlussschrauben haben, ob das auch passt. Da muss man natürlich auch gucken. Ne? Und dann haben wir hier die zwei Imbusschlüssel, wo wir das Ganze hier nochmal so ein bisschen arretieren können. Ja, schauen wir uns einfach mal an. Dann haben wir hier plus minus 45 Grad. Also das Ding ist wirklich komplett drehbar. 360 Grad. Oh, das ist natürlich toll. Da kannst du auch mal hochkant drehen. Ne? Was mein Monitor ja auch alles so nicht kann. Ja. Das ist aber schön.
Ich weiß, es gibt Monitore mittlerweile, die das können, aber ich sehe auch nicht ein, dafür einen Monitor über 1000 Euro zu zahlen. Ne? Also da bin ich auch nicht gerade gewillt für. Aber das Ding scheint gut zu sein. Aber wir schauen das. Also macht einen guten Eindruck. Dann haben wir hier nochmal. Ja, hier ist nochmal dieser Code auf jeden Fall. Wie gesagt, kann man im Internet dann nochmal genau gucken. Hier haben wir auch nochmal so einen kleinen Hinweiszettel. Thank you for Arctic Produkt. Ja. Mal gucken. Das Ding sieht ja schon mal richtig heiß aus. Das macht einen sehr tollen Eindruck hier. Das dürfte für die Kabel sein. Oh, guck mal, ja, das ist ja geil. Die kannst du rausziehen hier. Zack. Da legst du dann das Kabel lang. Zack, 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 zack. Jetzt fragt sich nur, kriegst du das auch ganz raus? Ah ja, einmal drücken hier. Dann kann man es ranz rausnehmen, dann Kabel rein und fertig und runtergeschoben, fest fixiert, fertig. Toll. Das Ganze ist gar nicht so schwer. Ich glaube, das ist irgendwie auch mit Alu oder. Ja. Na, hier steht nochmal. Hier ist, glaube ich, dieser eine Imbus. Ist das ein Imbus? Na, hier sind die Imbus da. Ja. Hier und hier. Und hier sind auch noch mal Imbusschrauben. Wenn man das jetzt sieht, kann man das hier. Boah, klasse. Du kannst du wirklich um 360 Grad drehen, das Teil. Das ist ja wohl wirklich Hammer. Also, da haben wir schon mal den ersten Arm. Das macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Hier ist tatsächlich die Wasserwaage. Schaut mal hier. Zack. Also, das heißt, du hältst den Halter da dran, legst die kleine Wasserwaage da drauf. Markierst die Punkte. Wunderbar. Die zwei Imbusschlüssel, die Abdeckungen, die Schrauben. Ja, das sieht doch, was doch mal was Feines hier. Schön sortiert, alles in einzelne Beutel eingeschweißt. Toll. Sehr schön. Super. Und hier haben wir dann den Halter, der an die Wand kommt. So. Schauen wir uns das Teil mal an. Also das Alu. Das Aluminium. Weil das ist wirklich so leicht, das ist wirklich Aluminium. Oh, das ist wirklich schön. Da, wie gesagt, dann kommt hier die Wasserwaage drauf. Können wir mal rausholen jetzt, ne? So. Dann legst du die hier drauf. Oh, hoppsala. So, dann hältst du das fest. Dann kannst du das Teil hundertprozentig gerade an der Wand montieren. Das ist wirklich schön. Ja. Das ist wirklich schick, so eine kleine Wasserwaage kann man mal für. Die kann man öfters schon mal brauchen, je nachdem. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Das ist ein tolles Ding. Sehr schön, ja. Ganz toll, artig. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Jetzt haben wir natürlich hier jede Menge Löcher. Also ich würde hier 1, 2, ich glaube, wenn das mit 3 Schrauben oder 4, ja, ich glaube maximal 4 Schrauben. Hier brauchst du keine 3. Hier oben auch nicht 3. Also ich würde hier wirklich 1, 2, 3, 4 Schrauben setzen. Sind natürlich auch wirklich sehr lange Schrauben dabei. Tolle Dübel dabei. Das dürften 8er Dübel sein. Ja, 8er. 3 Stück sind dabei. Also mit 3 Stück. 1, 2, 3 reicht vollkommen. Ja, da geht nichts mehr. Und dann haben wir hier den zweiten Arm. Mal gucken, wenn man eigentlich nur einen braucht, wäre ja auch nicht verkehrt. Jetzt ist der Karton leer. So. Das ist auch Alu. Also ich würde jetzt sagen, der kommt hier drauf. Ja. So. Das muss man natürlich einbegreifen. Der Monitor wird ja dann hier sitzen, ne? Oder? Jetzt muss ich mal überlegen. Das käme dann praktisch hier drauf. Wow. Der schlägt schnell zurück. Also, ich den jetzt hier habe. Ja, der ist wirklich nur wirklich ganz dünn von der Wand. Ganz wenig von der Wand. Also die 8 cm, das kommt schon irgendwie hin. Das ist schon toll. So, wenn ich den aber jetzt runter haben will, wieso schnellt der zurück? Das kann man einstellen.
Da ist ja praktisch so ein Gasdämpfer drin. Vielleicht könnt ihr das hier sehen. Ja, das ist so ein Gasstoßdämpfer oder so ein Gas. Wie sagt man? Ja, Dämpfer, ne? Wie beim Auto so, wenn die Haube hoch und runter geht. Und das Ganze kann man hier einstellen, dass das wahrscheinlich ein bisschen leichter geht. Dann geht er ein bisschen leichter, bleibt er also unten. Ne? Oder ein bisschen schwerer geht. Ja, mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Das müsste der Schlüssel sein hier. So, jetzt machen wir noch da. So. Ups, oh. Sollte man natürlich alles vorher mal festmachen. So. So. Ja, geht schon leichter. Ja. Und wenn jetzt der Monitor dran hängt, nachdem wie schwer der ist, dann geht das Ganze natürlich noch leichter. So. Ja. Ja, das muss man dann einstellen, wenn das Ganze mal hält, wenn, je nachdem wie schwer der Monitor. Sehr schön. Wie gesagt, gefällt mir gut. Macht einen super schönen Eindruck. Also wirklich sehr massiv. Also wirklich ganz toll gemacht hier. Auch mit der Kabeldurchführung hier unten. Das macht wirklich einen hochwertigen Eindruck. Ja, ich würde sagen, wir montieren das Teil. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das funktioniert. Ich hoffe, dass ich hier mit den Löchern hinkomme bei meinem Monitor. Dass das Ganze auch hier so richtig schön enthalten kommt. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, meine Freunde, ja, ich habe den Monitor mal runtergeholt, damit wir mal sehen können, wie der ist. Das ist ein Acer, den ich hier habe. Das ist ein 27 Zoll. Ist normaler Full HD. 60 Hertz, reicht mir aber vollkommen aus. Und ja, jetzt, ich habe überlegt, wie wir den Halter am besten irgendwie, wir müssen ja eine Position finden, wo da dran geschraubt wird, dass der Monitor da hängt, ungefähr, sage ich mal, wo ich ihn bis jetzt hatte, aber von da aus dann eben die richtigen Bewegungen, das heißt mal nach vorne ziehen und so weiter. Darum, da war nämlich in der Anleitung jetzt nichts irgendwie von zu sehen, dass da irgendwie, ja, wo der Halter, ob der jetzt hier genau mitten hinkommt, so, wo der Monitor ist und von da aus, ich glaube nicht, das scheint nicht zu funktionieren. Darum, ja, habe ich mir überlegt, den Monitor jetzt erstmal an den Arm dran zu montieren. Dafür muss der Fuß aber erstmal ab. Mal gucken, ob ich hier die richtige Schraube rausdrehe. Ich weiß nämlich gar nicht, wie der Fuß hier fest ist. Ja, es ist die richtige Schraube. Ja. Vielleicht kann man die wieder reindrehen. Ne, die bleibt so. Ja. So, jetzt müssen wir trotzdem mal irgendwie. Ich würde am liebsten gerne so. So. So, mal gucken, ich wollte eigentlich hier als Unterlage so den Karton nehmen. So, dann kann man hier drauflegen. So, dann haben wir auch keine Kratzer dran. So, das Ganze muss ja so, so in dem Bereich. Ja, da wollte ich den nämlich schon mal festschrauben. Gucken wir mal, welche Schrauben wir brauchen. Wir sind ja jede Menge dabei. Eigentlich müssen es irgendwie ein paar kurze sein. Ich hole mal raus hier. Müssten eigentlich hier die vier kurzen sein, oder? Ja, das müssten sie sein. Ja. Ja, ist auch schwer, da eine Schablone zu machen, weil jeder möchte ihn ja anders hängen haben. Darum, ich habe mir schon gedacht,
dass ich den erstmal montieren muss und dann zu gucken, wo ich ihn genau hinhaben will, wie ich das mit der Höhenverstellung haben möchte. War die jetzt länger? Nö, waren für die gleichen, ne? So. So, das Video hat ein bisschen länger gedauert. Ja, hätte eigentlich schon längst da sein sollen, aber das Problem war, ich war zweimal hintereinander wirklich verdammt krank. Ja, einmal habe ich einen Zahn gezogen bekommen. Gar nicht gut. Ich glaube, die schlimmsten Schmerzen sind Zahnschmerzen. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt mal gucken, was da Neues hinkommt. Zähne, das ist ja auch immer so eine Kostenfrage. Was übernimmt die Krankenkasse, was übernimmt die nicht? Was nimmt deine private? Ich habe zwar eine private, aber die übernehmen, glaube ich, 50% oder so. Naja, gut, muss man einfach mal abwarten, was die Zahnärztin dann sagt. So. Ja, und dann kam auch noch die Grippe dazu. Also da hat es mich wirklich einmal, zweimal gut erwischt. So, wenn wir jetzt hier mal sehen. Den hier mal reinschieben. Ne? Jetzt mache ich den auch schon mal fest hier. So. Das ist alles ein bisschen chaotisch, aber das muss schon so sein. Also erstmal vom Drehen her, klasse. So, und jetzt hoch und runter. Oh, oh, oh. Der ist aber da rausgerutscht. Ja, ich glaube, das muss ich festmachen. Und mit dem Hoch und Runter ist wirklich vom Monitor her, siehst du? Dann bleibt er unten. Oh, das ist aber schön, ne? Das gefällt mir aber schon mal ganz gut. Ja, das gefällt mir ganz gut. Da gucke ich jetzt mal hier, welche Schrauben hier reinkamen. Ich glaube, das waren jeweils die hier, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Na, habe ich ein Messer oder eine Schere? Direkt mit dem Deckel. Oh. Oh, gut. Okay. Also. Wird direkt von unten hier mit dem Deckel verschraubt. Also. Dann müssen wir also von der Seite ran. So, jetzt haben wir es. Gepackt. Ja, der ist also direkt gekontert, der ist also nicht, dass der hier mit Gewalt drauf sitzt, also man fühlt, hier ist noch ein klein bisschen Spiel, ja, also dass das Ganze hier nicht irgendwie abbricht, weil das ja genau, dann mache ich den links so unterhalb direkt am Tisch fest und fertig. Ja, ja, dann habe ich aber jetzt schon mal so eine kleine Vorstellung, wo er ungefähr hinkommt. So. Links unterhalb, ziemlich unten. Und dann kann ich ihn hochfahren. Weil tiefer wollte ich ihn sowieso nicht haben. Der war ja mit dem Fuß hier schon tief genug. Ja, so war der Fuß hier drin. Er stand schön an der Wand. Das fand ich hier schon mal sehr gut bei dem Monitor. Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon erwähnt, dass es eben Monitore gibt, die ja sehr nach vorne kommen durch den Fuß. Ja, hier war das eben, dass die Füße auch, der ist schon eigentlich schon sehr klein, eigentlich sehr schön. Ja, aber wie gesagt, gut. So kann ich ihn auch mal hoch und runter und nah an mich ranziehen. Ja. So, und das gleiche passiert dann nachher hier auch mit der Schraube hier. Da ist noch so eine Schraube dabei. Dann wird der Halter, aber auch von unten, ne? Aha. Entweder muss man gucken, dass man einen kleinen Schraubenzieher hat. Wenn du den jetzt auf den Tisch machst, so kurz überhaupt vom Tisch, dann kommst du hier kaum noch drunter zum Festschrauben. Dafür bin ich froh, ich habe hier diesen kleinen Knubbel-Schraubenzieher. Da komme ich da auch noch schön. Ja, da käme ich sogar drunter, wenn er auf den Tisch.
wäre. Also da komme ich noch gut mit runter. Ja, zum Festschrauben. Sehr gut. So. Ja, dann gucken wir mal. Ich glaube, das war ein 8er Dübel. Hatte ich glaube schon erwähnt. Ne? Das Ganze konnte man glaube ich jetzt hier, wenn man möchte, auch noch mit Abstandshalter machen. Muss ich aber nicht. Man kann die Dübel jetzt nehmen, die hier bei sind. Man kann natürlich auch andere nehmen. Ne? Also das ist euch überlassen. So, ich nehme also die drei hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es müssten 8er Dübel sein. Ja, es sind 8er. So. Ja, die Schrauben sind natürlich wuchtig. Ja, je nachdem, was für ein Monitor dranhängt, muss der auch schon vernünftig halten. Ja, und bei den Dübeln ist hier der Vorteil, die gehen nicht ganz rein, also die rutschen euch nicht rein. Die sind gerade groß für so Hohlsteine oder so. Ja. Das Problem kennen vielleicht auch schon mal viele. Da machst du den Dübel rein und dann rutscht der Dübel dir ganz rein. Und dann dreht der immer mit. Dann kriegst du die Schraube nicht richtig fest. Ja. Das kann euch hier bei solchen Dübeln nicht passieren. Die sind sehr gut. Ja. Das heißt, Loch gebohrt, reingedrückt, den kann ich reinrutschen. Ja. Und dann dreht ihr den richtig schön auseinander. Und wie gesagt, bei so Hohlsteinen oder Kalksandstein, die haben auch in Mitte ein Loch drin, da kann es schon mal passieren, da rutscht euch der ganze Dübel rein und dann kriegt ihr den nicht richtig am Halten. Ne? Also die Dübel sind schon ganz gut hier. Kriegst du auch von Fischer und sowas natürlich. Ne? Nicht nur von jetzt hier bei dem Monitor. Aber ist schon mal eine gute, ist schon mal ein Zeichen für einen guten Dübel, der dabei ist. Ja? Auch die Schrauben hier. Ne? Also nichts Kleines oder so. Die packen hier richtig schön voll. Der wird also richtig schön auseinandergespreizt. Da ist richtig Zug drauf. Ne? Da kann ruhig was. Wie gesagt, da muss ja auch was Schweres dranhängen können. Der ist ja nicht nur für so einen kleinen Monitor, ist ja auch für größere, ich glaube bis 32 Zoll. Ja, das ist ja schon je nach dem Gewicht und da muss das Teil natürlich auch halten. Was ich eben immer noch mal sagen möchte, die Wasserwaage, das ist absolut toll hier mit der kleinen Wasserwaage. Die nehmen wir jetzt gleich mit nach oben. Machen wir uns eine Bohrmaschine direkt fertig hier unten. Und dann können wir oben direkt bohren. Ich glaube, ich nehme hier unten ein Loch und hier oben zwei. Oder unten zwei. Oben eins. Wie hatten die das hier gemacht? Ja, die hatten auch unten eins, oben zwei. Ja, hier einmal, zweimal. Und unten eins. Genau. Weil der meiste Druck ja eigentlich hier oben drauf lastet. Kippweg. Und hier unten reicht dann eine. Ja, genau, machen wir es auch so. Müssen wir nur einen Stift haben, damit wir anzeichnen können. Oder einen Schraubenzieher könnt ihr auch nehmen. Bisschen reindrehen hier zum Anzeichnen. So, dann nehmen wir das mit und das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die Schrauben haben wir, einen großen Schraubenzieher haben wir oben schon da. Dann nehmen wir noch die Bohrmaschine mit und einen Staubsauger haben wir auch oben. Ja, dann sehen wir uns gleich oben wieder. Ne? So, meine Freunde, sind wir hier oben. Ja, ich brauche nicht viel wegräumen hier. Ihr seht, mir fehlt immer noch die Glasscheibe. Beim System kann ich euch auch noch mal sagen, die Flüssigkeit scheint nicht geeignet zu sein für die Pumpenart, weil die schäumt immer wieder auf. Ich höre also wirklich sehr viele Geräusche, die ich nicht schön finde. Ja, man hört, das ist Luft und ich habe das Gefühl, die schäumt immer wieder mal auf. Geht also bis jetzt, ist ja jetzt schon über eine Woche oder zwei, geht auch nicht weg. Und da würde ich euch wirklich eine andere Flüssigkeit empfehlen. Ja, eine, die nicht schäumend ist. Ja. Ne, also das nochmal so ein Tipp. Je nachdem, wer sich jetzt schon was getan hat, tut mir auch leid. Da müsst ihr euch die Flüssigkeit, da würde ich euch empfehlen, die Flüssigkeit rauszuholen und was anderes reinzumachen. Oder einfach nur destilliertes Wasser mit einem vernünftigen Zusatz. Gibt ja auch so Zusätze, kleine Konzentrate, wo er was dabei gibt. Und dann ist das auch okay. Ja, auf jeden Fall was nehmen, was nicht schäumt. Ja. Ich werde es auch noch wechseln und ja, ich habe aber auch einen neuen Luftkühler da, den würde ich gerne mal ausprobieren und vielleicht ist das dann direkt wieder eine Möglichkeit, den direkt drauf zu setzen. Ja. So, also linke Seite haben wir gesagt, linke Hälfte wäre hier, Wasserwaage drauf, was zum Anzeichnen, so, nochmal mal gucken hier. Also, geht
natürlich ruckizucki hier mit der Wasserwaage. Hört. Ich gehe noch ein bisschen rüber. So, das sieht so sehr gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Dann machen wir hier eins. Dann machen wir hier eins. Und dann machen wir unten eins. So, machen wir gleich weg beim Staubsauger. So, dann haben wir die drei Löcher. Eins. Zwei. Ja, da bohrst du natürlich in jede Decke, in jeden Beton mit rein. Das ist einfach nur toll, so eine Bohrmaschine. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Na, muss man Schraubenzieher. Kann man direkt schon hier installieren. So, meine Freunde, ich habe ihn jetzt mit Verlängerung hier dran. Das ist okay, aber es geht natürlich ein bisschen weit doch noch nach links. Ich hätte noch ein bisschen nach rechts machen müssen. Halt. So. Also kippen, 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 runter. Oder so, näher, zack, hoch, hoch, runter, sehr schön, aha, gefällt mir gut, ja, sehr schön, und hier unten Platz für die Tastatur, tja, meine Freunde, so, achso, haben wir hier noch Blenden, warte mal, ups, also hoch geht da wirklich sehr viel, also haben wir hier noch so Blenden. Ah, jetzt hat er geknappt. Ja, das sieht dann natürlich richtig sauber aus. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, so, jetzt schließen wir noch an wieder. Der kann wieder zurück. Und ich glaube, die Dings, die kann man ein bisschen stärker stellen hier. Da war sie. Ich glaube, plus... Plus. So rum. So. Ja, dann geht das schon fast von alleine. Ah, war zu viel. Kann ja dafür nicht von alleine hoch. So, sehr schön. So, und jetzt konnte man, glaube ich, noch irgendwo hier und hier das Ganze so ein bisschen fixieren. Nur das war's, glaube ich, schon. Nicht so einfach geht. Ne? Und da war irgendwo noch ein dritter. Das war aber ein kleiner Imbus. So. Dann machen wir gleich mal sauber. Geht schön, schön an die Wand ran, das ist schon sehr gut, ja.
So. Ja. Kann man die Box weit nach vorne ziehen. So. Ja, und wenn auch gar nicht ganz, wie gesagt, ihr könnt den ja schön gerade drehen. Sieht man ja, ob der ein bisschen schief ist. Ansonsten kann man ja auch Folgendes machen. Man nimmt sich die Wasserwaage. Und legt sie da oben drauf und siehe, ja, fast perfekt. Ein ganz kleines Mühchen, aber das lassen wir. So. Ne? Kann man auch hier oben lassen, falls ihr euch den mal ausrichten lassen wollt. Legt ihr so kurz drauf, da wisst ihr, er ist wieder im Lot. Ja, sehr schön. Also da bin ich jetzt richtig happy drüber, dass das Kabel weg ist, dass die Tastatur hier hin kann, dass ich hier Platz habe jetzt. Jetzt kann ich hier mal Schriftkram machen. Jetzt kann ich den auch ein bisschen höher machen und schiebe die Tastatur ganz darunter. Ja, also ihr seht, ne, da hast du noch mehr Platz. Ja. Also, perfekt. So, jetzt holen wir einen Lappen. Ja, noch ein bisschen sauber. Können wir mal wieder einschalten schon. Können wir mal gucken. Ja, also das Geld hat sich schon, klar sagen jetzt einige, ach, das Geld hätte er ja auch in den Monitor, in den neuen Monitor stecken können. Gebe ich euch recht, aber dann habe ich trotzdem noch immer keine Wandhalterung. Dann habe ich immer noch einen Fuß, wo ich ihn vielleicht auch nur hoch und runter schieben kann, gut, und drehen kann, ja. So kann ich ihn aber wirklich hier in der Variante drehen. Ich kann ihn so drehen, ich kann ihn so kippen, ich kann ihn so kippen, ich kann ihn näher ranholen und so weiter, ohne dass ich einen Fuß habe. Mir ging es ja hauptsächlich, damit ich die Tastatur, die hat mich immer gestört. Und wenn du einen kleinen Tisch hast, wie gesagt, wenn jetzt einer wirklich, viele machen sich ja so eine Arbeitsplatte, wie ich auch vorher hatte, 60 cm, dann wird das Ganze knapp. Ja? Und wenn ich jetzt mal sehen möchte, was los ist auf dem Monitor, da kann ich den auch hier, zack, guck mal hier, wie schön nah ich den ranholen kann. Ja? Ja? Wenn es mit den Augen schlechter wird, dann holt man den Monitor näher. Ja, aber das ist, also ich finde das absolut schön, ja. Gefällt mir richtig gut, muss ich dazu sagen, ja. Doch, gefällt mir. Gefällt mir, kann ich jedem empfehlen. Wandhalterung, wenn ihr euch wisst, euer Monitor kommt dahin. Natürlich, wenn jetzt einer hier zwei, drei Monitore hat, die gibt es ja auch von Artic, ja, wo du zwei Monitore dran anschließen kannst als Wandhalter, natürlich dann nicht mit den ganzen Schick, Schnick, Schnack, Schno, ne? Also mit rauf, runter und hast du nicht gesehen, ja. Aber die du an die Wand machst und wo du zwei Monitore dran machst oder sogar drei Monitore, ja. Wir gehen mal auf die Artic. Ich werde die Artic-Seite mal verlinken mit den ganzen Halterungen und da guckt ihr euch das mal an. Also wie gesagt, ich finde es genial. Ich finde es genial. Mich hat es immer irgendwo gestört, ja. Sei es beim Saubermachen, ja, weil die Kabel da mit dem Fuß und so. Hier. Hochgeschoben, mit dem Lappen gleich drunter. Absolut top. Ja, finde ich absolut schön. Ja, und wie gesagt, und wenn du mal, zack, und wenn du mal in die Liegeposition gehst, ziehst du den schön näher nah. Und da kannst du auch schön richtig geil Fernsehen gucken oder ein Video gucken oder Fußball, ja, gucken. Also, ja, wie gesagt, tolle Sache. Artic, beide Daumen hoch. Tolle Sache. Man hätte es ein bisschen noch besser ausrichten können. Ich hätte ein kleines bisschen noch nach links gemusst. Ja. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser planen können, dann wäre es perfekt gewesen. Ja. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Ja. Und wenn es euch auch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn euch das gefällt, lasst ein Abo da. Da freue ich mich riesig drüber. Und ansonsten, was sage ich immer ganz zum Schluss? Genau, meine Freunde, macht's gut und tschüss zusammen.